Radavati. Zutritt nur für Schlosspersonal. Ah, such mal schön weiter. Nö, du gehst auch nicht zur Seite, verdammt. Na sowas. Welch unverhofftes Treffen. Wenn das nicht mein, ach so ehrenwerter, ehemaliger Meister ist. Meister? Was? Kann es sein? Du, Vati? Immer noch in dieser jämmerlichen Gestalt? Mein Fluch ist stark, was? Jedenfalls ist immer noch wirksam. Keine Kraft wird dich von ihm befreien. Du scheinst dich nicht geändert zu haben. Doch die Mütze schuf ich nicht mit deinen niederträchtigen Machenschaften. Eine Mütze, die die Wünsche desjenigen erfüllt, der sie trägt. Wunderbar. Dank dir bin ich jetzt einzigartig auf der Welt. Der größte Hexenmeister überhaupt. Jetzt fehlt mir nur noch das Force. Das habe ich alles dir zu verdanken. Hier ist mein Geschenk an dich. Warte! So warte doch, Vati! Na klasse. Komm her. Ich hasse diese Mobile-Dings oder wie die heißen. Tja, keine Herausforderung für mich. Da muss schon mehr bieten, Vati. Was führt Vati nur diesmal wieder im Schilde? Pedro, es ist wohl an der Zeit, dir alles zu erzählen. Vati und ich, wir sind beide vom Volk der Minish. Ich bin in Teloria als Weiser bekannt und Vati war mein Schüler. Der Bursche war schon immer von der bösen Seite der Menschen fasziniert. Eines Tages nahm er die Mütze, die Wünsche erfüllen kann, an sich und setzte sie einfach auf. Oh Gott, sieht der komisch aus. Vati, was machst du da? Ah, welch schwarze Seele du doch hast. Ich bin nun ein Hexenmeister. Meine Macht ist beispiellos. Was hast du nur vor? Alle 100 Jahre öffnet sich das Tor. Dieses Jahr ist es soweit. Ich werde das Force erlangen und vollkommen werden. Niemand kann mich aufhalten. Nein! Na, was sagst du dazu? Der Fluch des Hexenmeisters. Dagegen kann der ehrenwerte Erzählung nichts ausrichten. Ich möchte mich nun verabschieden. Gott, der ist schwer, die Stimme zu halten. Du kennst doch die Legende der Minish, nicht wahr? Die Minish übergaben einst den Menschen das Licht und das Schwert. Das Schwert der Minish und das Force. Force ist grenzenlose Zauberkraft. Vati darf sie nicht erlangen. Ich kam in die Welt der Menschen, um Vati aufzuhalten. So trafen wir uns im Wald. Ich werde wohl mit dem Fluch leben müssen. Ja, und mit diesem Fluch bist du wohl kaum in der Lage, das zu tun, was ich alles noch erledigen muss. Junge, sei froh, dass ich dich da getroffen habe. Doch Prinzessin Zelda kann gerettet werden, mit dem heiligen Schwert. Es ist meine Schuld, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Deshalb werde ich dir helfen und alles tun, was in meiner Macht steht. Gut, Pedro, genug gesprochen. Lass uns das nächste Element suchen. Von mir aus. Jetzt darf ich wohl deinen Scheiß hier bereinigen, ey. So, weg da. Nerv's noch. Ja, Link der Rasenmäher. Und Link der Häuserzerstörer. Oh, guck mal, Mickey. Jetzt kann ich endlich Fragmente vereinen und ich habe mal wieder das falsche Gegenstück. Nö, der Hund will uns immer noch nicht durchlassen. Schauen wir doch mal. Die habe ich ja schon vereint. Die Lehrerin. Nö. Ah, ich gucke mich erstmal hier genau an der Stadt um. Der Junge will auch nicht. Nein. Das Hotel ist immer noch dicht, das weiß ich noch. La la la. Das Hühnerzeug machen wir auch später. Wo ist der Postbote? Da! Verdammt. Okay, du hast nichts Neues.
Oma. Typ. Ach, okay, dich kann ich jetzt abhaken. Nein, kann ich nicht. Nein. Nein. So, und jetzt müssen wir den Postboten aufhalten. Oh Mann, ey. Komm her. Ich bin der flinke Briefträger und alle durch die Stadt. Ich dachte schon, mit dir könnte ich vereinen. Naja. Nö, hier ist noch niemand. Also würde ich mal sagen, wir gehen nochmal zum Kongolberg. Oder schauen wir uns hier noch ein bisschen weiter unten um. Weg. Salve Richter. Ja. Oh, Pedro strengt sich an. Ruhig, ruhig im ersten Stopp aus. Die haben wir schon gesprochen. Da unten ist ein Zugang, stimmt. Haben wir den schon erkundet eigentlich? Ich denke schon. Ja, da war das Herzteil. Apropos Herzteil. Toloria-Wald ist ja noch eins. Oh, da ist die Schlange. Friss das, Schlange. Du bist kein Gegner für mich. Komm her. Oh, jetzt will die hier Stress machen. Jawohl, haben wir dich. So, 100 Rubine, wunderbar. So, können wir direkt die Truhe hier knacken. Und nochmal 200 Rubine, fett. Und wir sind wieder überfüllt. Sprich, wir müssen jetzt nach einer Möglichkeit suchen, unseren Geldbeutel aufzugrößern, aufzupimpen oder was auch immer. Jetzt finde ich noch nicht mal die richtigen Wörter. So, was haben wir hier? Wackelpudding. Da können wir auch erst später hin. Also nichts Neues. Nein, da muss ich noch nicht rein. Ich brauche diese Größe. Und da haben wir noch eine Truhe mit einem roten Fragment. Was du? Hör mal, ich bin jetzt größer als du. Also, versuch's gar nicht erst. Zack. Schade. Wenn die so groß sind, dann kann man die nicht so witzig besiegen. Und ein Herzteil. Jetzt hast du drei Herzteile. Dann gehen wir nochmal schnell hier in den Tyloria-Wald. So, schneller Link. Siehst du, jetzt hast du das Blatt verpasst. Mensch, immer hauen sie einen vor der Nase ab. Und lern schwimmen. Ich hab's auch schon mal gesagt, aber lern schwimmen. Hält der nicht schwimmen kann. Das ist ja wohl die größte Ironie überhaupt. So. Dann schauen wir uns hier mal im Dorf genau mal um. Hier ist das Fass. Ah, guck mal, er will vereinen. Da habe ich ein einziges von. Aber sie passen, also hake ich dich auch schon mal ab. Mittleren Pilz aus. Sekunde mal. Mitarbeiter, guter Tingelweißer, bla 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 bla. Nee. Ich glaube, das waren sie alle. Das sind so die Standardleute. Ja. Anscheinend.
in Schloss Hyrule passiert war. So, hier ist uns keiner. Doch, da ist einer und ich hab das Rätsel verkackt. Und das ist ja mal richtig schwer. Und ich verkack's. Guten Tag! Wir erforschen hier so eine neue Sorte Tylorianda. Einige der Pflanzen sind nur Keime. Das wollen wir irgendwie verbessern. Du willst nichts vereinen. Wunderbar. Hier noch. Ja, hier hoch. Nö, da brauche ich Flossen. Ja, das geht auch. Wenn ich mal einfach so mittendrin von einer E-Mail gestört werde. Nein, du willst nix. Das ist mit dem Weisen. Ah, du willst rein. Ich hab nix. Also ich glaube, ich sollte mal wirklich das ganze Spiel über nur Fragmente sammeln. Und sie erst dann alle einlösen. Ja, gucken wir noch hier. Nein. Stiefel als Haus. Hat für eine geile Alternative. Wovon von uns Menschen waren von langer Zeit durch ein Tor von ihrer Welt in die Welt der Menschen gelangt. Das weiß ich schon. Er hat da mal im Prolog gelesen. Mann, hast du eine kleine Hütte. Nein, der will auch nicht. Kann sein, dass das von Spiel zu Spiel variiert. Was haben wir hier? Und, wie geht es, Melter? Singen seine 7 Schüler immer noch das Eisenerzlied? Natürlich. Den ganzen Tag. 24 Stunden lang, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Ohne Pause. Stell dir das mal vor. So. Okay, wir können wir abhauen. Geht dort entlang, das ist eine Abkürzung durch den Wald. Na, von mir aus. Wie lange sind wir schon unterwegs? Knapp eine halbe Stunde, okay. Also, ich hatte recht mit dem Fragmente Terror. Gehen wir noch in die Hütte. Ah ja, der redet schon von Fernzündbomben. Die kriegen wir auch später, wir müssen nur das richtige Fragment vereinen. Na, was ist da oben? Meine schön. Minisch. Schockt mich. So. Jetzt sind wir schon den Pilz hier stramm und zack. So. Aber ich habe eine große Bohne gepflanzt. Sie sprießt zwar immer noch nicht, aber sie wird bestimmt sehr groß. Sehr interessant. Ich glaube, das war sogar der Typ, mit dem wir vereinen müssen. Naja, egal. Erstmal schnell zum Gongolberg. Ach, kommt schon. Seid so berechenbar. So, mähen wir den Rasen, mähen wir den Rasen. Und nix. Haha. Egal. Die sind hier nicht mehr gefährlich. Die südliche Ebene von Hyrule. Ich glaube, die wollten wir auch. Nein. Westliche Fläche. Das ist falsch. Also müssen wir mal wieder den Ostausgang. Ne, Westausgang, so. Ich kann die Himmelsrichtungen anscheinend immer noch nicht auseinanderhalten, ne.